Hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was macht denn der Immobilienmakler auf einmal in der Küche? Ist er jetzt Koch oder was ist jetzt los? Aber das ist relativ einfach zu erklären. Wer mich kennt, weiß, dass ich schon in jungen Jahren die Ambitionen gehabt habe, die Leidenschaft gehabt habe zum Kochen. Ich koche wahnsinnig gerne. Und diejenigen, die mich schon seit vielen Jahren kennen, wissen, dass ich schon in jungen Jahren, also mit 12 Jahren, schon jedes Wochenende, wenn möglich sogar in Ferientagen, fast jeden Tag mich irgendwo in der Gastronomie, in der Küche aufgehalten habe. Ich habe unheimlich viel gern gekocht, macht mir richtig Spaß. Ja, und ich habe einen Auftrag jetzt bekommen von meinem sizilianischen Cugino, also der Cousin von Daniele Marino. Daniele hat zu mir gesagt: Du Maike, du, ich habe so gern gegessen wilde Gulasche. Machen du mir bitte nochmal eine frische, fresco Wildgulasch, wenn es geht, bitte zart. Daniele, heute ist soweit. Ich habe angefangen, ich habe es vorgestern, bin ich hingegangen, habe das Wildgulasch besorgt, habe es eingelegt in Rotwein, Vino Rosso, schau, Originale von Sicilia, schau, Daniel, habe alles für dich gemacht, kein Problem. Wenn du das willst, mache ich das. Ein frisches Lorbeerblatt, Zitrone, Nelke, was ist noch alles drin? Ich habe einen Kümmel sogar neu gemacht, Geheimrezept von mir. Und Knoblauch, Paprika. Ja, das tue ich jetzt dann abschütte und dann wird es dann gleich in die Pfanne geworfen. Ihr dürft mal gespannt sein, was rauskommt. Ja, bevor das Gulasch in der Pfanne, in der heißen Pfanne dann angeschwenkt wird, müssen wir ein paar Zwiebeln schneiden. Die werden dann mit angeschwenkt. Die werden richtig scharf angebraten. Wichtig ist beim Gulasch, Gulasch muss super abgetropft sein, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss es richtig in einer heißen Pfanne oder einem heißen Topf richtig scharf angebraten werden. Das ist ganz wichtig, damit es dann später auch zart wird. So, ich habe mich jetzt entschieden, keine Pfanne zu nehmen oder irgendein normaler Topf, sondern Bianca hat jetzt so ein geiles gusseisernes Teil. Das wird richtig heiß. Das heißt, das ist nicht nur da unten irgendwie heiß, sondern an der Seite überall ringsrum. Und es gewährleistet eigentlich, dass das Gulasch richtig scharf angebraten wird. So, jetzt kommt erstmal das Öl rein und dann kommen die Zwiebel rein und der Knoblauch, den ich geschält habe. So, und jetzt kommt das Gulasch rein. Hier sieht man, das Gulasch ist richtig schön durchgezogen und ich werde jetzt hier in der Pfanne richtig, richtig scharf angebraten. So, richtig scharf anbraten. Ja, lecker sieht das aus, oder? So, das Wildgulasch brät jetzt richtig scharf an und ja, warte nochmal so 3-4 Minuten und in der Zeit gehe ich schon mal hin, mache mal die erste Flasche Rotwein auf, weil Rotwein brauchen wir auch zum Ablöschen. Und ja, Daniele. Also, Fläschchen Rotwein aus Sizilien habe ich schon mal gerichtet für dich. Wenn du also morgen kommst zum Essen, dann ja, können wir noch eine Fläschchen zusammen trinken. Ja, das Fleisch brät immer noch richtig scharf an. Dann warten wir noch ein bisschen, bis wir es ablösen. Und in der Zeit probieren wir mal ganz kurz, ob der Rotwein überhaupt schmeckt. Das ist immer das Wichtigste. Die Zutaten zum Essen sind immer die wichtigsten. Die müssen bester Qualität sein und die müssen auch schmecken. Also probieren wir es mal ganz kurz. Rotwein aus Sizilien. Traumhaft. Zum Wohl. Ja, also, ist gleich soweit. Wir löschen dann gleich ab. So, hier ist der Fond letztendlich, wo das Wildgulasch eingelegt war. Und jetzt ist dann gleich soweit. Jetzt ist der wichtige Moment, jetzt gleich abgelöscht. Mit Rotwein. Daniela, sag es nochmal, aus Sizilien zum Wohl. Klasse. Ja, dann geht's wieder los. Wir löschen das alles schön ab hier und dann machen wir schön davor drüber und tun es schön eingießen. So, wow. Ja, das sieht jetzt arg wild aus. Da sind ungefähr so 1,5 Liter Rotwein drinne. Keine Angst, da werden wir später kaum noch was davon spüren oder schmecken, also beziehungsweise eine Alkoholfahne kriegen. Das wird alles schön verdampfen und so. So, das lassen wir jetzt circa eine Stunde richtig schön kräftig kochen. Also umrühren nicht vergessen, ist immer ganz wichtig. Und dann gehe ich hin, du langsam, das langsam zart noch ziehen lassen, circa so 2, 3 Stunden. Mach es morgen nochmal an, sodass es richtig durchzogen ist, wenn der Daniele kommt. Oh, jetzt kriegen wir Verstärkung. Bianca kommt. Hi, servus, komm rein. Ja, die Bianca, die ist schon meine Testerin. Ich hoffe, es schmeckt. Man riecht schon was. Riechst Boah, du das was? riecht herrlich. Ja, Ja, super. Also Bianca ist morgen bin dabei gespannt. beim Essen. Und ja, die Bianca hat dann gleich die ehrenvolle Aufgabe.
ich bin ja der Koch hier und Bianca ist diejenige, die wahrscheinlich aufräumen wird. Mache ich gern. Ja, super, hab rein Glück. Jetzt probiere ich auch mal. Also, dann sehen wir uns morgen wieder, sobald der Daniele da ist. Ich bin nur noch überlege, was machen wir jetzt? Machen wir Spätzle oder machen wir Nudeln dazu? Ich muss mal den Daniele anrufen, was er lieber mag. Aber der Daniele ist zwar Italiener, ein Italiano und liebt Pasta, aber er ist irgendwie schon ein Kaiserstuhl. Er wohnt seit 11 Jahren schon in Deutschland. Der ihn kennt, der mag ihn. Super cooler Typ, ein richtig cooler Typ. Der von Biancas Cousin, der vor 10 Jahren herkommen ist und kein Wort Deutsch können und mittlerweile ist er im Außendienst für eine große Firma. Bin richtig stolz auf ihn. Ja. Und der soll mir dann sagen, was er will. Ich bin mir sicher, er will Spätzle, so wie ich ihn kenne. Genau, denke ich auch. Ja, also, macht's gut, bis morgen. Tschüss.